Ich habe vor dem Spiel gesagt, auch wir haben uns auch insgesamt gesagt, wir sind hier, um zu gewinnen und auch mal zu gewinnen, egal wie. Wir haben uns darauf eingestellt, wenn das Flutlicht angeht in Bremen, dass es kompliziert werden kann und dass wir auch kämpferisch und emotional einfach bereit sein müssen, durch schlechtere Phasen durchzukommen. Wir haben dann nochmal eine gute Reaktion gezeigt nach dem Ausgleichstreffer und auch nochmal viele Chancen selber gehabt. Und es gab tatsächlich dann nochmal die letzten 5 Minuten, die dann nochmal komplett offen waren, hin und her. Und klar, es fühlt sich für uns natürlich top an, weil wir mit dem Sieg gestartet sind und das heute das absolute dominierende Gefühl und ist. Punkt.